Geht's los. Hallo, Leute, wir sind wieder da. Jo, jo, jo. Jo, Oder so. jo. Das wäre, so würde sich ein Beginn einer Folge von uns anhören, wenn wir cool wären. Oder sowas in der Art. Cool. Wupp, wupp. Nein, ich möchte nicht schon wieder ins Bett gehen. Heute ist Bad Luck Brian Day. Wir haben übrigens 4 uralte Früchte erst. Ja. Ich kann deine Krabbenreuse aufheben. Echt? Ja. Ich deine nicht. 2 Tage warten wir. Okay, das machen wir. Dann sind alle Preiselbeeren zusammen. So, die Krabbenreusen werden jetzt nach unten hin zum Fluss verlegt. Dann nimm meine mal mit. Ach so, wahrscheinlich kann ich deine nicht aufheben, weil sie gebaitet war. Das wird sein. Wir können am Ende des Herbst übrigens alles verkaufen, was irgendwie Sternqualität hat von mir aus, und dann kriegen wir noch richtig Asche. Nicht das da. Nach unten. Die kommen unten zum Fluss bei dem Haus da Ja, unten, da ne? wo Lea wohnt. Genau, wo schon gerade Ufer sind. Das heißt, wenn du Fishing erhöhen willst, kannst du dann gerne jederzeit Ja. hingehen. Das werde ich wahrscheinlich mehr so im Winter machen. Wir haben unsere erste kleine Milch. Kleine Milch gibt Die übrigens 13. normalen Käse, große Milch gibt goldenen Käse. Richtig, aber da der Qualitätsstand vom Käse egal Ja. ist, können wir den quasi auch reinschmeißen da Ja, du drin. kannst alles in die Kä ja, du kannst auch alles in die Käsemaschine machen, weil es lohnt sich immer, mehr als zu verarbeiten, selbst bei Ja. Iridiummilch oder so. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil es den Sinn von iridiumfarbener Milch, Iridiumqualität Milch irgendwie rausnimmt. Na, bei den Kaninchen ist es nachher so, wenn du als Rancher-Profession und Artisan, Ja. Artisan, wie auch immer, hast du, lohnt es sich bis zur Goldwolle alles Artisan ist aber Fluff zu Tiller, du. machen? Echt? Wenn mich nicht alles täuscht, ja, weil ich habe nämlich Tiller. Ja, Ackerbauer, und ich kann danach auf jeden Fall den Artisanen auswählen. Ja, mit Artisan lohnt sich das. Nicht Ranger. Ranger sind 20%. Mit Artisan kannst du, lohnt es sich halt, wie gesagt, alles bis zur Goldqualität, eigentlich Goldqualität zu Wolle zu machen. Mediumqualität lohnt Die sich Wolle, nicht. der ja, dann halt die Wolle so verkaufen. Genau, da ist die Wolle so Ich bin mir aber nicht wertvoll. sicher, ob die Wolle dort vorberechnet wird oder ob die, je nachdem, weil ich heb ja sowieso eigentlich Iridiumstufen auf und ich heb die Wolle ja auch. Das ist aber draußen nur, oder? Ja, ich weiß halt nicht, also bei. Ich glaube, die Wolle wird vorberechnet. Ich glaube, das drin, die zählt nicht Genau. dazu. Das hätte man vielleicht So, wir mitgekriegt. brauchen einmal das. So. Dann brauchen wir einen wertvollen Fisch. Was haben wir da? Robin Hemmer hat immer noch hier drin rum. Halibut, Thunfisch. Wir nehmen den Thunfisch mit. Dann denkt heute dran, heute ist das Sterntautaler Dings. So, einmal Stoff mitnehmen. Wo ist Robin? Ach, Robin ist heute nicht da, weil Event. Genau. Diamanten mitnehmen. So ein Dreck, die Frau soll arbeiten. Iridiumbarren mitnehmen. Und was ist denn hier von der höchsten Qualitätsstufe? Ich hab eine Goldmayonnaise noch, falls dich Ja, das die will ich interessiert. haben. Und Honig ist fertig. Leg mir mal die Goldmayonnaise da kurz rein. Und den Honig? Den Honig legst du vorne in die Kiste. Ja. So. Zusammen mit dem Los Thunfisch. geht's. Gib mir noch einen Moment. Habe ich bestimmt verrechnet, aber
Wir könnten ein paar Punkte bekommen. Ich hoffe echt, dass du nicht auch was reinlegen kannst. Also, dass es nicht eine zweite Box gibt. Du meinst so wie beim Luau? Hör mir auf. Die Frage ist, haben wir den gleichen... Warte mal. Dings? Das, Fisch, Ernte, Stoff, das und... Hast du einen Sterntaler gekriegt? Nee, einen Sterntaler kriegst du, wenn du dort... nee, hab ich nicht. Guck mal, kannst du hier auch was reinlegen? Also siehst du jetzt, dass ich da was reingelegt habe ins Display? Ja. Ja. Okay, quatsch mal das Grange-Display an. Ja. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses... Nee, ist voll. Okay, dann bin ich mal gespannt. Nun, Fox, heute ist der große Tag, unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr, das Sterntautaler Volksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen. Ach, komm schon. Ich bin mit meiner Auslage noch schon lange fertig. So. Ja. Ich habe schon drei Sternpunkte. So. Vier Sternpunkte. Warum mache ich das eigentlich hier? Ich könnte einfach angeln gehen, es geht schneller. Ochse? Wie du das immer schaffst, bis ganz hoch zu kommen. Wie das Angeln-Minispiel habe ich Übung. So. Glückwunsch, du hast mit einer ersten Platz mit einer Bewertung von 99 erreicht. 1000 Sternmarken. Warte mal, quatsche mal bitte auch Louis an. Kann grad nicht. Angeln. Ich sehe dich gerade gar nicht mehr. Ich bin im Angelzelt. Ich bin im Angelzelt. Ja, aber witzig, dass du da reingegangen bist, richtig. Hey, das Angel-Event, das Angel-Minispiel ist immer drin. Ja, ja, aber das der. Ich habe noch nie gesehen, weißt du, ich stehe vor dem Ding und dann. Weißt du? Lustig ist, wenn wir gleich zu dir angeln könnten. Ja, geh mal raus. Ja, ich geh. Das ist nach Zeit. Ich bin gerade richtig gut dabei. Okay, dann vermehre ich mal meine Sterntaler. Wie war das bei dem Glücksrad? Grün hat eine höhere Chance, wollte ich gerade sagen, und ich habe verloren. Hast du wenigstens alles eingegeben? Nein. Immer die Hälfte. Grün hat, glaube ich, eine 70 oder 80%ige Chance, das ist witzig. Vielleicht haben sie es gepatcht, das wäre sehr gemein, aber... Das eine gibt immer übrigens 2 Minuten. Ne? Was zur Hölle, haben die das gepatcht? Ich versuche das jetzt nochmal. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich auf Orange tippen. Vielleicht haben sie es getauscht. Ey, den Fisch habe ich noch gehabt. Oh, verdammt. 210 Sternmarken, immerhin. Was da los? So. Soll ich so mit Louis reden, ja. Ne? Yay, 1000 Punkte! Wer, das ist jetzt grün. Natürlich ist es jetzt wieder grün! Kann ich das mit Tastatur eingeben? Ja. Ich glaub's nicht. Yay, ich bin bei 1800. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Ist nicht dein Ernst. Ich habe alles verloren. Die Angeln. Zum Glück gibt es ja nicht für 2000 eine Sternfallfrucht. 2000? Ja. 2000? Ich habe 2700. Zweimal gedreht. Auf welches hast du gesetzt? Grün? Was zur Hölle? Was ist denn mit meinem RNG los? 50G das Stück hier. Warte mal. Das gönne ich mir jetzt. Du könntest einen Fedora gewinnen, oder? Ich weiß.
Alles oder nichts. Glücksspiel. So. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack ähnelt sich an Tomaten. Deine maximale Energie wurde erhöht. Mensch. Was zur Hölle? Ich habe schon wieder verloren. Nö. Ich spiel nochmal angeln mit dem Spiel und kauf dir dann wenigstens einen Hut. Ich will die Dingsfrucht haben. Ich wette, das ist ein Bug. Weil, ich meine, du hast beide Male gewonnen. Ich habe jedes Mal verloren. Dann wär's mal auf Orange. Hab ich. Die ganze Zeit. Vielleicht solltest du auf Grün setzen. Ich habe auf Grün und auf Orange gesetzt. Also ich weiß, dass ich bei dem Event hier mal am meisten gesessen habe. Ich habe nie mehr gemacht als Im Zweifelsfall gehst du einfach 10 mal angeln, das sind 500 Geld. Und dann hast du auch deine 2000 voll. Also wenn du gut bist, kriegst du ungefähr 200 Münzen pro Angeln. Ja, ich bin aber nicht gut im Angeln. Yes, ich habe eine Sternenmarke bekommen. So, und diese Sternenmarke werde ich jetzt auf Grün setzen. Du weißt, dass Glücksspiel ja. ist. Sollst du Hilfe brauchen, sagst du Bescheid. Nähere Infos unter bzga.de. Schon klar. Nu! Ah, oh, dieser dumme Fisch. Das ist ein perfekter Ich habe gewonnen! Geworden. Das sind zwei ja. Münzen? Kann ich dir Münzen irgendwie schenken? Glaube nicht. Ich setze jetzt 2 Münzen auf Grün. Ich mach's jetzt so lange, bis ich verliere oder 2000 Münzen habe. Verloren. Das dauert ein bisschen. Nein! Ich warte jetzt noch so lange, bis du mit dem Angelspiel fertig bist. Versuche ich nochmal eine Münze hier zu bekommen. Immer 270 Sternmarken gekriegt. Wuhu! Lass uns gehen. Ja, warte, ich muss was kaufen. Ich hol mir noch einen Burger und ess was hier. Gibt's Burger? Ja. Wann gibt's die Burger? Schon immer. Wie cool ist das denn? Egal. Energie voll aufgefüllt, das könnte ich die ganze Nacht noch arbeiten, sozusagen. Ich hatte noch nie so viel Pech. Fox? Du kannst mir die Fedora nicht schenken. Du musst sie in eine Kiste packen. Schenk dir einen Hut. Leg ich dir hier in die Kiste. Das finde ich sehr schön. Und du kriegst noch Blumen. Und du kriegst noch Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Es wird Winter, du sollst langsam was auf den Kopf setzen. Ach was. Nachdem ich das Spiel so beschissen habe, kann ich auch sterben. Oh, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Wenigstens habe ich einen Fedora. Ich liebe den Fedora. Ich hab ihn ja gewonnen. Er ist sogar quitt wegen dem Strohhut. Ja, aber der Strohhut ist wenigstens kein Glücksspiel gewesen, das ich aus irgendwelchen Gründen nicht gewonnen habe, sondern das habe ich wenigstens mit Skill gewonnen. Oh je! Yeah. Damit endet ein weiterer Tag. Bin echt gespannt auf die Patch Notes, die ich mir irgendwann mal angucke. Oh, heute ein neues Rezept. Was? Wie nicht? Und meine Goldspitzhacke ist klar. Wiederholung. Maki-Rolle. Du hast gleich, wie man Maki-Rolle macht. Achso, okay. Hast du jetzt wenigstens ein Fedora Natürlich. Auch? Elsa, komm her. Julia.
So, und 1, 2. Über den Winter kann ich dann meine Dings aufbessern. Meine. Na, wie heißt sie? Du kannst jetzt übrigens, wenn du, wenn du mal Langeweile hast, unten die. Trapbots leeren gehen, ja. Bei Leas Haus die Trapbots leeren gehen. Ich geh mal gucken, was doch der nächste Stall kostet. Kann ich das Geld noch ausgeben oder brauchst du das? Na, ich hätte mir höchstens ein Backpack gekauft, aber das ist in Ordnung, gibt's ruhig aus. Hast du schon. Das ist aber der dritte, ja, ja, ne? Na, du hast den ersten auch schon. Also der zweite. Gut. Ja. Sonst würde ich nicht in der Mine klarkommen oder beim Angeln. Ja. Wir müssen unbedingt auch unser Lager dann besser bauen. Wir haben so viel Holz, das können wir alles im Sommer, im Winter machen. Ja. Na, ich möchte das gerne so ein bisschen machen, wie ich das in meinem privaten Safe-State gemacht habe. In einem Extra-Haus? Ja. Klar, können wir gerne machen. Und dann kannst du halt mehr Kisten dafür einkalkulieren, schon richtig. Verschlossen. Ja, die macht das um 9 auf. Ja. Ich renne gleich die Tür ein. Ja, Suki, genau da ist das Problem. Angeln kann man mit Skill schaffen. Jetzt bräuchte ich aber den Skill dazu. Beziehungsweise, ja, ich habe auch schon mit dem Angelspiel Münzen verdient, aber sagen wir es mal so, ich kenne spaßigere Varianten. Zum Beispiel zu wissen, dass eigentlich Grün immer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt. So. Du hast Kohl ja schon gestreichelt? Ja, ich habe auch schon Milch und Eier in die Maschinen geschmissen. Das da. Hier mein ganzes Geld ausgegeben hat. Bam. Das war der Anteil, den ich nicht angeln gekriegt habe. Oh, guck mal, Pilze. Abgelenkt. Pfifferlinge. Oh nein, das hat gar nicht funktioniert, ja. Was machst du bei Lastkern? Ich lege ihr ihre Spitzhacke zurück, weil ich jetzt meine abhole. So, das heben wir auf. Das. Pflaumen. Yay, Kupfergießkanne. Wupp. Auf zur Stadt. Goldspitzhacke. Yes. Und was ich über den Winter möchte, ist mindestens eine Hacke von uns beiden auf Gold zu ziehen. Kriegen wir locker hin. Dass wir die Felder besser bebauen können. Oh ja, ich vergaß. Die Mine ist immer noch doppelt mit den. Was Kisten. Ist doppelt in den Kisten? Ja, wenn ich Fässer an der Mine kaputt mache, kriege ich doppelt Loot. Ja, das ist gut. Das mit dem doppelten Loot ist gut. Gucken wir mal, was in unserem Meteoriten drin ist. 2 Geoden, 6 Steine und 6 Iridium-Erz. Kann man machen, auf jeden Fall. Das war der Wasserkocher. Du kannst Gold umwandeln, oder? In Eisen, ja. Sehr gut. Das heißt, ich kann einfach Golderz sammeln gehen. Brauch mir keinen Kopf machen, dass ich dieses andere Erz sammeln muss und kann gleich direkt das Erz sammeln. Durch meinen Transmute kann ich auch
Ich könnte mal, wir können dann unsere Sachen auf Iridium-Qualität bringen oder uns Iridium-Sprinkler machen, wenn wir Gold haben, weil wir aus 4 Gold einen Iridium-Barren machen können dann später. Das ist ziemlich günstig. Ich muss nur Mining, glaube ich, auf 8 oder 9 bekommen, damit ich das Transmutation-Rezept bekomme. Das ist ziemlich günstig. Ja. Dann renn noch ein bisschen durch die Quarry durch, Quarry. Oder? Nee, so viel ist in der Quarry nicht drin, aber die Mine. Welche Ebene bist du? Sehe ich gerade nicht. Ich bin bei 100 eingestiegen. Okay, dann geh ich zu. Ich bin gerade in der Infested Dings, da sehe ich gerade die Höhe nicht. Geh mal 105. Drei Schläge für einen großen Stein läuft bei mir. Heute ist zwar ein neutraler Glücktag, aber einmal in die Mine. Und weiter runter. Oh. Es wimmelt vor Monstern. Oh, wenn du angeln gehst, könntest du auch mal einen Dings finden. Oh. Ein Dings? Eine prismatische Scherbe. Am besten gleich 2. Also ich habe jetzt geangelt, habe noch nicht eine gefunden. Oder wir finden... Ich habe Thermalstiefel gefunden gerade. Du gehst gerade farmen, nicht angeln, ne? Wie farmen? Ich bin gerade in der Mine, ja. Ganz normal. Dann räume ich dir gerade auf 106 die Monster weg. Ja, ich bin gerade auf 105. Da müsstest du schon die Leiter sehen. Naja, da war noch ein Slime, den ich gekillt. Ja, geschafft? Klar. Ja. Melone essen. Ja, verschwindet einfach der Gegner. Ja, Golderz ist so übelst durable, dass du selbst mit einer Iridium-Spitzhacke, das ist schade. Du brauchst jetzt mit der Iridium-Spitzhacke noch 2 Schläge, obwohl du mit der Goldschuhe nur 2 brauchst. Ich hab hier drei Leitern. Läuft bei dir. Ganz rechts. Ich würde sagen, nein. Oh, sie geht so schön schnell kaputt. Wenn wir beide drauf kümmern. Jetzt kommt die schöne Minenmusik. Die läuft bei mir schon die ganze Zeit. Naja, die läuft ja nicht bei uns gleichzeitig. Außerdem läuft jetzt die schöne Minenmusik. Das kann ich wegschmeißen, Einmal Fasern. Ja, wird langsam Zeit, dass wir richtig Geld machen und dann unsere Dings kaufen, die Backpacks, ne? Wir müssen nur einmal 20.000 haben, dann können wir beide das kaufen, oder? Was schmeißen wir weg? Die Fasern. Ja, hier sind Diamanten, ich kann nicht einsammeln. Thermalstiefel habe ich auch gefunden, aber ich brauche keine Thermalstiefel. Können wir wegschmeißen. Stimmt, ich habe Thermalstiefel, kann ich auch wegschmeißen. Melone essen. So. Ich hätte sonst noch das komische Brötchen essen können. Halt das mal, das braucht man für irgendwas. Ja, ja, wenn ich später Monster auf unserer Farm freischalten will. Ich glaube, das droppt gar nicht so oft. Obwohl, nee, ich glaube, das kriegt man in der Sky Cavern kriegt man relativ häufig.
Ja, gut. Glaube ich jedenfalls. Aber hier unten kriegt man es auch nicht so selten. Da ist ja schon die nächste Ebene. Aber ich hole noch das Gold. Fast 21 Uhr, ich glaube, ich mache mich zurück. Und noch ein komisches Brötchen. Ebene 111, gleich fertig. Großhaltestelle, wir haben immer noch keine Pferde. Das stimmt. Das kostet uns aber 100 Hartholz pro, ne? Sorry Leute, ich muss das Ganze mal wieder künstlich in die Länge ziehen. Aber ich hätte doch ganz gerne heute noch das Level up und das ist in greifbarer Nähe. Golderz. Erfahrungspunkte pro Golderz. Yes! Level 7. Ich komme zurück. Solltest du langsam. Ja. Ich bin jetzt Level 7 im Mining. Läuft bei dir. Ja, das tut es. Wir sollten vielleicht bei Gelegenheit einfach mal ein paar mehr Öfen hinstellen. Ja. Du weißt, dass hier Cranberry. Ja, ich will die alle synchronisieren, habe ich doch gesagt. Ja, ich höre dir aber nicht zu. Offensichtlich nicht. Geh lieber mal ins Bett. Es wird Zeit, die Folge zu beenden. Zieh nicht alles unmöglich in die Länge. So, wir schauen noch. Dadalalam. Neues Herstellungsrezept. Mining 7. Heißen die jetzt. Die haben leider noch keine ordentlichen Namen da drin. Das haben wir geschafft. Wir haben wieder ein bisschen Geld gemacht. Und damit würde ich sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö. Ciao. Ciao. Blub.